Mein Name ist Philipp Kriener, ich bin Partner bei der Comdivision und bei mir ist Yves Sandfort, CEO der Comdivision. Hallo Yves. Hallo Philipp. Zum Thema VMware Cloud und AWS. Warum macht es deiner Meinung nach Sinn, auch eine VMware Cloud Foundation Basis on-premises weiterzufahren? Wenn wir uns das Thema Cloud Foundation mal anschauen, dann sehen wir bei dem Thema Cloud Foundation, das ist im Grunde die Weiterentwicklung dessen, was VMware mal angefangen hat als Validated Designs. Die Philosophie oder die Idee dahinter ist, dass wir eigentlich immer einen standardisierten Stack haben, egal wo wir ihn deployen, wo wir eigentlich auch immer gleiche Rahmenbedingungen haben. Das heißt, ich kann trotzdem eigene Namensschema, eigene Hosts verwenden, aber die Art und Weise, wie es deployed ist, ist immer gleich. Der Vorteil ist, wenn ich jetzt VCF einsetze und dabei ist VMC im Grunde die erste Zielplattform, ist, dass ich im Grunde eine nahezu idente Infrastruktur heute in der VMware Cloud und AWS vorfinde. Zwar nur, was die Basisdienste angeht, weil der Gedanke in der Cloud ist ein anderer, was Zusatzdienste wie VROPS oder VRA angeht, aber die Basisdienste sind ident. Das heißt, wenn ich on-prem Cloud Foundation einsetze, habe ich dort halt auch genau die NSX-Welten schon, habe dort eventuell schon HCX deployed, habe dadurch natürlich einen wesentlich einfacheren Weg nach VMC, weil ich dort einfach die gleiche Infrastruktur, die gleichen Services vorfinde und kann halt auch dort eine wesentlich einfachere Integration entsprechend hinlegen. Cool. Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt mehrere Standorte habe mit VCF? Könnte ich dann mir einen Standort davon schenken, wenn ich dann nach VMC und AWS migriere mit manchen Workloads? Also der Vorteil ist ja erstmal, wenn ich mehrere Standorte mit VCF habe, dass ich dort Federation einsetzen kann, sprich eine Sicht über alle Systeme habe. Genauso kann ich in solche Sachen auch schon in großen Teilen VMC einbinden. Und da kann ich natürlich dann sagen, so, da habe ich einen Filialstandort, die haben nur zwei Hosts. Sagen wir mal so, meine Unternehmenszentrale ist in Deutschland. Ich habe aber noch eine Niederlassung in beispielsweise Amsterdam. Die haben in Amsterdam heute aber nur zwei Hosts, nutzen die eigentlich gar nicht. Und da will ich eigentlich mein VCF auflösen, um auch die Lizenzen vielleicht dann on-prem verwenden zu können. Und da habe ich mit VMC natürlich den Vorteil, dass ich halt wirklich im Grunde jetzt eins zu eins die Sachen rübernehmen kann, von dem On-Prem in die Cloud entsprechend, kann dann meine VMC-Sachen an meinem zentralen Standort zusammenziehen und es entsprechend hierauf betreiben. Der weitere Vorteil bei VCF ist aber auch ganz klar, dass halt auch immer mehr Cloud-Provider mir VCF anbieten. Das heißt, ich kann zum Beispiel zu einer IBM SoftCloud oder ähnlichem gehen, IBM SoftLayer gehen und dorthin halt meine VMs migrieren direkt auf einer VCF-Plattform. Das heißt, ich werde mehr und mehr sehen, dass das überall Standard wird und habe dort halt im Grunde genau diese Anwendungsvorteile. Einfache Migration, es bleibt immer gleich. Ich habe den gleichen Network-Layer, den gleichen Compute-Layer, gleichen Storage-Layer, immer die gleiche Basisplattform. Ja. Könnte ich also auch gut nehmen für Firmenübernahmen, wenn der Kunde andere Firmen übernimmt, dann die On-Prem-Infrastruktur auf VCF umziehen zu lassen und das, was aus dem Land von mir aus raus darf, dann auf VMC und AWS zu packen. Genau. Wunderbar. Danke dir. Euch auch vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.